Ja, dann. So. Was kann ich denn so kaufen? Ach, Pistolen und so ein Krams. Ich glaube, soweit bin ich dann fertig. Ja, ich denke ich auch. Gut. Ich habe 3 Waffen mit. Ob das nicht zu viel ist? Und ein Ei. Ich habe 3 Eier. Ihr Partner ist noch nicht bereit. Ich? Achso, ja. Oh, ich habe vergessen, auf Ja zu drücken. Noch mehr. Kapitel 3.2. Die Hinrichtungsstätte. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ja. Da ist direkt mal eine Ecke und da haben wir auch direkt die erste Vase, die man kaputt machen kann. So mag ich das, wenn ein Level so anfängt. Hey, Pistolenmunition. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Die kann ich sogar gleich in die Pistole packen. Dann ist sie immer noch nicht voll. Oh. Du warst zu langsam. Ich? Ach, guck mal, da stehen schon wieder welche. Tja, hätte ich jetzt mal ein Gewehr dabei, ne? Wer ist das? Okay, wer war das? Ich glaube, das war nicht wichtig. Ja gut, dann machen wir kaputt. Was ist denn da? Ach, Gewehrmunition. Haha. Nun. Könnt ihr meinen, man könnte ein Gewehr gebrauchen. Aber die gehen jetzt alle heim. Doch, schön dann. Ja, bis auf der eine hier. Der geht auf seinen Ausguck. Pistolenmunition, ich bin voll. Aber der ist jetzt auch stehen geblieben. Auf seinem Ausguck. Kommen die hier hin irgendwie? Ja, von da. Okay. Ja, die kommen da rüber gehüpft. Aber die können nur von links. Ja, die können nur von links, okay. Dann warte ich mal mit meiner Schrotflinte da auf die. Hm? Obwohl, ich habe noch eine Blendgranate, ob das was hilft. Wenn einer von denen schießt. Oh. Guten Tag. Bam. Bam. Ich bin so runtergefallen. Da drüben steht einer, der auf uns schießen möchte. Warum kann ich den denn jetzt nicht treten? Oder so. Huch. Echt gut bei dir. Noch, sind alle weg, ne? Ja, da unten steht noch einer. Da brennt dann was? Ne, da steht einer. Ah, da hinten kommen aber noch einige. Drei Stück. Achso. Einer geht nach rechts. Oben auf den Ausguck. Zwei kommen nach links. Mhm. Guck mal, dass ich hier den rechten krieg, weil der hat einen Bogen. Oh, der ist explodiert. Ja, du kannst deren Projektile in der Luft abschießen. Das finde ich ganz witzig. Ach so. Warte mal. Komm mal noch ein Stückchen näher. Ja. Dich meine ich. Dich ohne Kopf. Ah. Jetzt weiß ich auch, warum der so schnell der Kopf verloren hat. Den Kopf verloren hat. Der Kopf. Der Kopf, wow, verloren. Hallo, Freund. Tschüss, Freund. So, war's das jetzt? Ja, anscheinend vorerst zumindest, ne? Hier liegt noch Pistolenmunition. Die Mucke läuft immer noch. Ach, da hinten steht noch einer total verlassen. Da ist noch mehr Pistolenmunition. Ich weiß nicht, wo er hin soll. Jetzt ist er hingefallen. Ah, er kommt. Komm mal schnell runter. Hier liegen 3 Päckchen Pistolenmunition, die ich alle nicht mitnehmen kann. Ja. Ich kümmere mich dann um den Mogli, der da kommt. Hallo Mogli. Ich nenne dich jetzt Mogli. Hallo Matrix Mogli. Er hatte schon wieder seinen Move gemacht. Oh, ich hab dir in die Schulter geschossen. Das tut mir leid. Ich wollte dir in den Kopf schießen. Signature Move. Noch mehr Pistolen. Oh. Irgendwo schießt doch einer. 108. Weiß ich nicht, ich seh's nicht. Ich geh mal hier irgendwo. Eine Blendgranate. Die kann ich mitnehmen. Cool. Da vorne kommen wieder welche. Eine Blendgranate. Schön.
Wer schießt denn hier? Ich sehe es nicht. Ich sehe keinen. Aber wir müssen sowieso weiter. Ne? Das ist da viel. Ach, da oben in der kleinen Hütte. Ja, ich hab dich gesehen. Du brauchst gar nicht so doof zu machen. Ja, mach deinen Matrix-Move. Ah, zu spät. Tja, hättest du mal deinen Matrix-Move gemacht. Noch mehr Pistolen, das gibt's doch nicht. Ich nehm's mit. Sonst war hier nichts. Oh. Da kommt was Schnelles. Ach, der hat nur so getan. Ah, sie haben die Brücke hochgezogen. Sehr schön. Ach, da unten ist. Wow! Wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Ach, da oben. Da müssen wir. Kommst du zurecht? Ich glaube ja. Wow! Hallo, Freunde! Hallo, Freunde! Au! Seid ihr jetzt tot, wenn ihr im Wasser seid? Also, es sieht sehr blutig aus da unten. Gehst du weg? Weg von mir! Geht alle weg von mir! Ah ja, Oh, eine Handgranate! Musik wieder aus. So, jetzt können wir hochklettern. Ich habe keinen Platz. Dann kombiniere ich das mal da rein, dann habe ich nämlich wieder Platz. Dann nehme ich die Handgranate mit. Dann habe ich wieder keinen Platz. So, dann sind wir oben. Nicht viele, ne? Ach, da kann man rüber hüpfen. Ach, da! Ich hab das gar nicht gesehen. Hier ist eine Tür, die kann man von der anderen Seite verriegelt. Schön. Was ist da bei dir noch? Nicht viel. Hier sind Flows. Damit kann man darüber, okay. Ja, dann geh du mal auf das Flows. Dann gehe ich da hin. Wie? Ich glaube, einfach draufstellen. So. Jetzt muss ich hier irgendwo. Ich habe hier irgendwo eine Kurbel gesehen. Da. Kontrollpunkt. Das ist nicht schön. Ich möchte nicht, dass das ein Kontrollpunkt ist. Warum dreht die so langsam? Das ist sehr schwer. Oh, ich höre Musik. Krokodil. Deswegen war dann Kontrollpunkt. Ich habe das Krokodil noch gesehen. Ich war so schön hier in meinem Zimmer am rumgucken. Und dann habe ich nur gesehen, irgendwas drücken und dann habe ich irgendwas gedrückt und dann. Ja. Okay. Wenn ich das Fluss bewege, müsste sich das. Wenn ich hier drehe, müsste sich das Fluss bewegen. Ich warte, bis Chris draufsteht. Okay, dann drehe ich nochmal. Dreh am Rad. Muss dann halt nur gucken, dass du dem Krokodil ausweichst, wenn es kommt. Ja, ich habe schon meine Tasten, meine Finger auf dem. Da kommt's. Vielleicht kommt's vielleicht nochmal, denke ich. Und jetzt nicht. Denk mal so kurz vorm Ende nochmal. Ja. Komm schon, Mädchen, warum drehst du so langsam, ey? Geh nochmal schneller. Obwohl, mit so dünnen Spaghetti-Ärmchen. Ein Tütchen. So. Lass ich mal los, dann fährt es wieder zurück. Dann kannst du. Was kannst du? Öffnen. Ach, du kannst vermutlich die. Und die, das Tor wieder runter machen. Mhm. Soll ich dann mal übers Tor gehen? Die Brücke, meine ich? Ja, warte. Da ja, wirst du drehen müssen. Schatz. Treten! Du hast den Knopf getreten? Ja! Oh, nicht schlimm. So. So, ich stelle mich dann mal dahin und mach mal eiserne Wache und so. Mit meiner Pistole. Ne, mit meinem Messerchen. Da ist eine Höhle. Schnell über die Brücke! Ich bin über der Brücke! Zumindest ist sie nicht so dunkel wie die andere da letztes Mal. Ja.
Ist trotzdem kacke. Oh, da hat was geblinkt. Ich hab's genau gesehen. Ich musste das Licht ausmachen. Kein Problem. Dafür gibt's einen Saphir. Yippie! Yay! Geld! Oh, da ist auch schon der Höhlenausgang wieder. Ach, schade. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Ach, oh! Ein Dorf. Jetzt guck ich mich mal um. Warum, ob ich nicht irgendwo was Blaues finde? Tracer. They're one of the companies funding the BSAA. What are they doing here? Was tun die hier? Die BSAA? Warum weiß ich davon nichts? Ich bin doch Mitglied. Nee, du bist ohne Glied. Hey, da ist wieder was zum Lesen. Dokument lesen. Typ 3 Plagas Feldversuch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagas ist eine Woche vergangen. Der Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu früheren Versionen zu erzielen. Bei der Ursprungsversion gab es einen speziellen Plagas namens Kontrollplagas, der den Wirt mit besonderen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet hat. Die Kontrollplagas waren zahlenmäßig begrenzt und verursachten große körperliche Veränderungen beim Wirt, waren also nicht immer zweckdienlich. Vom geschäftlichen Standpunkt aus betrachtet war dies unerwünscht. Das Ziel bestand darin, Supersoldaten ohne Nebenwirkungen zu entwickeln. Andere Teams sind mit der Entwicklung eines ähnlichen Produkts zu kommerziellen Zwecken beschäftigt, aber angesichts der Vorliebe von Las Plagas für menschliche Wirte erscheint dieses Projekt gefährlich. Mit anderen Methoden lassen sich womöglich Supersoldaten erschaffen, aber wenn der Wirt nicht vollständig steuerbar wird, wären sie nicht effektiv genug. Aus der Kombination einer Basisplagas und eines Gens der Kontrollplagas entstand ein neuer Plagas-Typ, Typ 3. Wenn es gelingt, Typ 3 zu perfektionieren, wird er wahrscheinlich zum neuen Standard auf dem Biowaffenmarkt. Doch dieser Tag steht noch erst bevor, du hast gerade irgendwo hingezählt. Bei einem kürzlich erfolgten Test sind mehrere Probleme aufgetreten. Das größere Problem ist die mangelhafte Adherenzrate. Bei erwachsenen und jugendlichen männlichen Personen beträgt sie etwa 92%, ebenso wie bei den normalen Las Plagas. Bei Frauen und Kindern beträgt sie für Typ 3 allerdings 0%. Angesichts dieser enttäuschenden Resultate wird deutlich, dass Typ 3 in seiner jetzigen Form kein adäquates Produkt ist. Außerdem haben sich künstliche Mutationen als tödlich erwiesen. Dies ist wahrscheinlich auf den dynamischen Einfluss des Kontrollplagas-Gens zurückzuführen. Da kommt ein Fuß. Allerdings, da kommt ein Bein sogar, blieb der Test nicht gänzlich ohne positives Ergebnis. Unser Ziel, erhebliche physische Verbesserungen zu erreichen, wurde teilweise erreicht. Die Sprungkraft der Wirte konnte beträchtlich, hallo Knie, gesteigert werden. Darüber hinaus gab es ein unerwartetes Resultat, das Wachstum der Wirte, wobei einige eine Größe von fast 3 Metern erreichten, ja, die haben wir gesehen. Dies könnte ebenfalls auf das Gen der Kontrollplagas zurückzuführen sein, bleibt aber im akzeptablen Rahmen. Mit diesem Feldtest konnten wir nicht alle erwünschten Ziele erreichen, doch kann auch nicht von einem totalen Fehlschlag die Rede sein. Die gewonnenen Informationen lassen sich für Verbesserungen bei künftigen Tests einsetzen. Schließen. Ich habe was gefunden. Du hast nicht so ein blaues Teil gefunden. Ich hab's noch nicht abgeschossen. Ich hab's gefunden. Yay! Da freue ich mich. Was steht denn da? Ist eine Granate? Nein, Erste-Hilfe-Spray. Untersuchen. Was? Ein Krankenhausbett. Wozu Tricell? Tricell hieß das, ja, ne? Genau. Das wohl braucht. Um Kranke zu versorgen? Vielleicht? Möglicherweise. Nee, da kann man hoch, wenn man den... Oh, da ist Öl. Eine Brandgranate. Oh. Hier würde ich gerne ein Foto von machen. Hast du noch Platz? Nee, du hast auch keinen Platz mehr. Nee. Aber ich kann ein Ei wegschmeißen, wenn du willst. Du kannst es auch essen. Dann hast du zumindest mal noch... Stimmt. Dann hat es seinen Zweck noch erfüllt. In gewisser Art und Weise. Boah, mal wieder Fässer. Cool. Fässer und Kisten. Schrotgewehrmunition. Hä? Gold. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich auch nicht. Kann man da hoch? Nee, da ist ein Zaun vor. Ja. Schrotgewehr. Toll, jetzt habe ich hier Schrotgewehrmunition liegen, nur weil ich die Hand... Kann ich die wegwerfen? Kann man doch bestimmt wegwerfen. Tatsächlich. Ja, halt, müssen wir weg. Liegt die dann jetzt noch da? Nö, die ist weg. Vom Erdboden verschluckt. Komplett einfach weg. Na gut, dann muss die Granate halt weg.